herzlich willkommen zu Bode TV. Bei dem Anblick der Boston Whaler 250 Outrage dürften nicht nur passionierte Angler ins Schwärmen geraten. In der leistungsstärksten Version sind zwei 225er montiert, wir fuhren sie mit den beiden 200er Verados. Nach 5 Sekunden fängt die Gleitfahrt an, nach 21 Sekunden ist die Spitzengeschwindigkeit von 40 Knoten erreicht. Den effizientesten Betriebszustand ermitteln wir bei 4000 Touren, wobei dann eine zügige Reisegeschwindigkeit von 23 Knoten anliegt und stündlich 54 Liter aus dem 651 Liter Tank entnommen werden. Unter Berücksichtigung einer 15%igen Reserve reicht das, um 233 Seemeilen überbrücken zu können. Beim Fahrverhalten gibt es wirklich nichts zu bemängeln. Da wir an mehreren Testtagen an der französischen Mittelmeerküste auch etwas Seegang vorfanden, konnte das Verhalten in der Welle geprüft werden. Durch das weiche Eintauchen des Rumpfes erfreut die Boston Whaler mit sehr hohem Fahrkomfort, das selbst bei flotten Reisegeschwindigkeiten aufrechterhalten bleibt. Enge Kurven ließen sich bei 4000 Umdrehungen mit einem leichten Drehzahlabfall um 500 Touren mit einem Durchmesser von 2,5 Bootslängen absolvieren. Bei der Langsamfahrt waren tadelloser Geradeauslauf und makellose Manövriereigenschaften zu notieren. Ohne Mängel ist auch die gesamte Verarbeitung des Anglertraums. Jede Schraube sitzt exakt da, wo sie soll, und alle Beschläge sind so dimensioniert, dass sie selbst nach einem langen Leben noch voll funktionsfähig sein sollten. Dieses hohe Qualitätsniveau samt der aufwendigen Konstruktion schlagen sich auch natürlich im Preis wider. Der liegt in der Grundausrüstung mit einem Mercury Verado bei stattlichen 163.620 Euro. In der Grundversion, wie gesagt, mit einem Motor, dem F350XXL. Im Testboot haben wir hier zwei Verado F200, die inzwischen durch die neuen V6 Modelle F200CXL ersetzt wurden. Hinter dieser Luke befindet sich die Badeleiter, alles gut erreichbar, mit einem Motor wahrscheinlich noch besser erreichbar, etwas eng da hinten. An Aufbewahrungsmöglichkeiten und Stauraum fehlt es der Boston Whaler auf jeden Fall nicht. Allerdings vermissen wir im hinteren Bereich Handläufe zum Festhalten. Im Boden vor der Bank haben wir eine große Serviceklappe. Sie bietet Zugang zu allen im Boot befindlichen Pumpen. Generell dürfte das großzügige Platzangebot mit den vielen Sitzgelegenheiten Angler und Familien gleichermaßen erfreuen. Zwar sind viele Sachen schon sehr für den Angelbetrieb optimiert. Diese Klappen hier zum Beispiel, die sind eigentlich, der Raum hier ist eigentlich für den Fang gedacht. Allerdings, wie man die nutzt, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Und an Komfort mangelt es hier auch nicht. Die schönen Polster, die wir hier sehen, sind alle nicht Standard. Die ganzen Stauräume im Bug, da gibt es serienmäßig keine Polsterung drauf. Wer das Boot also nicht nur zum Angeln nutzen möchte, kann die Rückenlehne, die Sitzpolster, das Einlegeteil, das so eine Sonnenliege entstehen lässt, und den Tisch, den es auch noch gibt, hier an dieser kleinen Metallecke da unten, extra bestellen. An der Ankerinstallation im Zubehör mit dem elektrischen Ankerwindel und Fernbedienung, da führt kein Weg dran vorbei, die gibt es so oder so. Die meisten von euch wissen das wahrscheinlich schon, aber alle Boote der Traditionsmarke sind ja aus zwei GFK-Schalen aufgebaut, deren Zwischenräume komplett ausgeschäumt werden. Dieser Aufbau macht die Boote nicht nur überaus robust, verwindungssteif, sondern auch unsinkbar. Bei guter Pflege ist deshalb ein überdurchschnittlich langes Leben garantiert. Die aufwendige Konstruktion hat aber, wie erwähnt, auch einen Nachteil, denn die Fertigungskosten sind höher, was sich natürlich im Kaufpreis niederschlägt. Fahrer und Beifahrer können auf der Sitzbank hinter der Konsole Platz nehmen, die über zwei einlaminierte Fußstützen verfügt. Durch das Hochklappen der vorderen Sitzflächensegmente wird daraus ein Stehsitz. In der Konsole selbst gibt es einen großen Stauraum, der durch die Tür ans Steuerbord betreten werden kann. Der verfügt über eine Stehhöhe von 1,69 und bietet in der Grundausstattung eine Pumptoilette sowie einen Luke zum Lüften. Optional sind auch eine Vakuumtoilette sowie eine Dusche zu haben, wobei man bei 1,69 sich schon sehr klein machen müsste. Außerdem sind hier die Zündschalter, am Steuerstand gibt es nur Start- und Stoppknöpfe, drei Bordbatterien, die Batteriehauptschalter und die Sicherung montiert. Wie alle Boote im Boston Whaler spielt auch die 250 Outrage in der obersten Liga mit. Das bezieht sich sowohl auf die Konstruktion als auch auf das Qualitätsniveau sowie die Fahreigenschaften, und das drückt sich natürlich auch im gehobenen Preisniveau aus. Dafür bekommt der Käufer aber ein exzellentes Boot mit einer hohen Lebenserwartung.